Servusle, grüßt euch. Willkommen zurück bei Minecraft mit eurem Voucher, mit dem Alderle und auch mit unserem neuen Ypsi. Ihr habt ihn Ypsi genannt. Werde ich das mal direkt übernehmen. Ypsi finde ich gut. Wir schlafen kurz. Ich war ein bisschen fleißig. Ich habe ein bisschen abgebaut. Müsste eigentlich ein bisschen was zu sehen sein. Ja, so ein paar Brocken sind mal wieder weg. Denn wir wollen ja auch das Feld irgendwann mal mit Gartenerde voll machen. Jetzt schauen wir uns das gleich mal an. Dann können wir auch gleich im Yggdrasil einen Blick schenken, einen heutigen Blick. Ich gucke jetzt noch nicht drüber, ich gehe nämlich erst hoch. So, Essen, 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 Essen ist gut. Iss, mein Freund. Au. Abgebaut habe ich es, aber die Treppe nach oben habe ich noch nicht gesetzt. Dann porten wir uns halt nochmal so hoch. Also die Treppe ist heute noch nicht dran. Ich will die Sojabohnen drüben setzen, geschwind, dass wir die Geschichte mal aus dem Kopf haben. Die Sojabohne. Jetzt, da baut er sich auf, Leute. Ganz kurzer Moment. Wir gehen hin, bis wir ihn sehen, den wunderschönen Ypsi. Ypsi? Da, jetzt ist er da. Mal kurz geschüttelt, weißt du? Hammer, oder? So, pass auf, ich habe mir das nochmal genau überlegt. Ich träume ja immer so ein bisschen nach, wenn ich aus dem Spiel raus bin. Jetzt vom Fadenkreuz ausgehend. Hier oben haben wir Yggdrasil, ne? Ich habe mir überlegt, wir setzen da hinten tatsächlich vielleicht nochmal so einen Mammutbaum hin, aber tiefer. Ja? Vielleicht bauen wir irgendwann ein Baumhaus rein und verbinden das mit einer Brücke. Aber nur vielleicht. Aber ein zweiter großer Baum hier hinten hin. Dann kommt das hier, alles weg, was jetzt hier praktisch über der Maus, über dem Fadenkreuz noch ist, kommt alles weg an grünen und braunen Bäumen. Da kommen dann praktisch nur die Magiebäume hin. Ein ganz kleiner Kranz irgendwann, wenn wir finden, weiße Kirschblütenbäume. Und hier unten, diese komplette Insel, wo ich jetzt hier abgefahren bin, soll so aussehen wie hier, braun. Ne? Diese braunen Bäume, die ziehen wir bis hier rüber. Das Holz mal alles absetzen, sieht's nach, dass hier unten ein kompletter brauner Bereich ist. Und da, als ich habe doch gestern von den Obstbäumen geschwätzt. Da hinten habe ich gedacht, naja, da machen wir vielleicht die Obstbäume hin. Das Holz mal auch weg und hier kommt praktisch der Eichenwald hin. Hier der Dunkeleichenwald, das ist dann das Material, das in dieser Gegend hier verbaut wird. In diesem Biom verbauen wir hauptsächlich die Materialien. Und die Obstgeschichte machen wir später mal irgendwann irgendwo anders. So, jetzt will ich da vorne nochmal kurz runter gucken, ob man jetzt schon sieht, wie weit wir sind. Ich glaube, allzu viel abgraben ist nicht mehr. Siehst du? Nur noch diese kleine Insel hier. Dann haben wir hier praktisch alles tiefer gelegt auf diesem Inselbereich. Ihr erinnert euch, wie es am Anfang war, ne? Das nächste ist jetzt natürlich, diesen Bereich hier aufzufüllen, also alles aufzufüllen wie hier drüben mit Gartenerde. Das heißt, wir müssen jetzt rüber Humus machen. Wir müssen die Sojabohnen drüben absetzen. Das machen wir jetzt. Das sind Routinebrocken, die dürfen wir uns nicht einfach, ja, das dürfen wir nicht vernachlässigen, sonst wird es nichts, weißt du? Deswegen machen wir das. Wir nehmen auch nochmal eine Reihe Erde gleich mit. Guck mal, es ist dann eben auf eine Ebene gebracht, haben wir es. Mit viel Mühe. Und dann können wir nämlich in aller Ruhe den Weizen anpflanzen und dann können wir irgendwann den Kornkreis endlich mal reinzeichnen. Und vor allem können wir dann auch mal gucken, wir wollten ja noch so eine kleine Mühle irgendwo hinsetzen, ne? Das haben wir uns ja auch noch vorgenommen gehabt. Und für mich ist halt persönlich wichtig, die Scheunen, die am Rande des Kornkreisfeldes dann noch sein sollen. Ganz normale Scheunen, die ein bisschen offen sind, so dass man im Bild, also wenn man sich die ganze Gegend anguckt, dass man praktisch den Weizen, den gebundenen Weizen, das Stroh durchsieht, ne? So, die Reihe machen wir noch zusammen. Ich habe dann tatsächlich alles schon außenrum auf die Ebene gebracht, auf die es sein soll. Es ist nur noch dieser kleine Inselbrocken übrig, den wir dann abtragen müssen. Ist nicht mehr wirklich viel, ne? Wenn ich mir überlege, wo wir herkommen. So, ne? Hier ist dann die ganz normale Umrandung. Die bleibt auch so, die bleibt auch natürlich. Das kann noch weg und das. Und hier muss aber einer rein dann dafür. So. Ja, hier, das gefällt mir nämlich eigentlich auch nicht. Es sollte, der kann dann weg. Es sollte halt nicht dicker sein wie ein Block. So, hier passt alles wunderbar. Hier haben wir auch schon die erste Gartenerde drin sitzen. Dann werden wir hier wahrscheinlich außenrum, kann ich mir vorstellen, dass wir hier außenrum noch einen Weg basteln, mit, also ein Block breit mit Holz oder so. Das muss ich aber gucken. Vielleicht lassen wir es auch so, ne? Und dann haben wir hier später unser riesengroßes Feld. Das wird wunderbar. So, jetzt machen wir mal die Soja-Geschichte als nächstes. Da brauchen wir oben ein Feld. Ich habe jetzt zwei Refined-Eisen-Schaufeln durchgebollert und das hat mich fast. Guck mal, nur noch ein ganz kleiner Brocken hier, ne? Dann haben wir die komplette Insel. Finde ich geil. Au, da fehlt uns auch noch eine Kiste. Da müssen wir auch noch eine Kiste anlegen. Wie weit haben wir das? Immer zwei Block breit. Der kommt weg. Zwei Block breit, weißt du? So, ist die Geschichte hier super. Du kannst bleiben, du kommst weg. Hast keinen Zweck. So. Einmal vorgebollert. Ja, weißt du, dann können wir auch in der Stadt die nächsten Smaragde holen. Wir müssen ja gucken jetzt, dass der Typ wieder Knoblauch abnimmt, weißt du? Sonst machen wir das hier nämlich umsonst mit den Feldern. Jetzt bist du ein bisschen zu weit rausgekopft, Alterle. Der war jetzt noch im Flow, weißt du? Im Grabflow. So, jetzt brauchen wir hier Gartenerde. Ein bisschen hatte ich noch irgendwo. Hier.
Das könnte sogar reichen. Perfekt, perfekt. Dann haben wir nämlich das. Ich bin mal gespannt, wir müssen ja die anderen Sachen auch noch abgeben. Und da wird er dann natürlich wahrscheinlich auch sagen, irgendwann stopp, jetzt bringen wir mal was anderes, was er da will. Au, jetzt haben wir keine Harke mehr, ne? Da müssen wir uns eine bauen. Eine Harke, Harke, Arke. Wo ist die? Die hieß wahrscheinlich anders. Ne, hier ist sie. Eisenhacke, nicht Harke. Zwei Eisen und zwei Sticks. Das haben wir. Und wir haben hier auch normalerweise eine Werkbank. Jo. Alles da. Die Humuskübel müssen wir voll machen, Leute. Das hilft alles nichts. Ein Haufen Erde ist halt jedes Mal dabei. Hier können wir ein bisschen hochschaffen, aber nicht allzu viel, leider. Nicht allzu viel, leider. Das kann mit. Dann kann dafür das da hoch. Das können wir dann drüben reinhauen. Alles klar. Was habe ich gesagt? Was habe ich jetzt gesagt? Eine Hake. Eine Hake, genau. Da muss ich erst hier oben rein. Schalala. Schalalalalala. Zwei Stück haben gereicht, ne? Und hier von zwei Stück. Dann haben wir die Geschichte. Wie waren das so? Und so, ne? Alles klar, dann ist das auch wieder im Repertoire. Das haben wir ja verloren, als ich hier meine Heldenglanzleistung vollbracht habe, die Tage, ne? So. Wupp, wupp, wupp. Das passt doch wunderbar, Leute. Ich bin mal gespannt, was er dann nach dem Bohnen will. Weißt du, vielleicht haben wir wirklich die Chance. Das könnte auch schief gehen. Wenn wir Pech haben, geht es schief. Und er will nach dem Bohnen irgendwas, was wir eben nicht im Angebot haben. Dann ist Pech halt, weißt du. So, wie viel haben wir jetzt hier Felder technisch? Eins, also es sind, Moment, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Felder. Immerhin, immerhin, mein lieber Mann. Das heißt, haben wir schon, ich habe sogar schon so viel Seeds. Guckt ihr das doch mal an. Guckt ihr das doch mal an. Dann pflanzen wir den Soja hier wunderschön aufs Feld. Schalalalala. Und wir gehen aufs Wochenende zu. Morgen ist schon Freitag, ne? So, hier können wir gleich wieder ernten. Wunderbar. Freitag. Von hier sieht man Ypsi nicht, ne? Schade. Schade. Aber okay. Man will ja nicht undankbar sein. Komm, wir ernten mal das ganze Ding jetzt hier ab. So. Bop, bop, bop. Perfekt, perfekt, perfekt. Das sind die Artischocken. Wie das halt alles schön gewachsen ist hier. Es hat mich so ein bisschen an die Anfänge auch erinnert gehabt. Artischocken. Rohrglanzgras. Das hau ich jetzt dann halt in den Humusdinger rein, weißt du? So. Hier, weg damit. Schack, schack, schack. Lalalam. Lalalam. Können wir auch tauschen. Mal gespannt, was sie danach wollen. Ja, die Kohlkiste ist jetzt nämlich bald voll. Da wird es Zeit, dass wir es eintauschen. So, die Bohnen. Von denen hätte ich auch nicht gedacht, dass die mal so Performance zeigen. Die Performance-Bohne schlechthin. Die Performance-Bohne 3.0. Willkommen. So, Performance-Bohne. Du kommst hoch. Da haben wir jetzt schon wieder Viechler drin, ne? Wout schon wieder gelüftet. Komm, geh weg. Flieg wieder raus, Alterle. So, jetzt brauchen wir eine Sojakiste. Die könnte man theoretisch gleich bauen, wenn wir Holz haben. Da haben wir Holz. Da haben wir wunderschönes Eichenholz. Lala. Wo hast du denn das jetzt hingelegt? Heute bin ich wieder drauf. Ey, wo habe ich denn das jetzt hingelegt? Ich habe es doch gerade eben noch gehabt. Eichenholz. Kleines Eichen. Wo habe ich denn das Eichenholz jetzt hingelegt? Alter, ich habe gerade voll den Flash. Da ist es. So, das reicht aber. Lass das Eichenholz mal ganz, vielleicht brauchen wir ja noch Rohmaterial. Lalalala. Hier haben wir die Sojakiste. Hier haben wir die Sojakiste. Schwupp. Dann hat das alles seine Richtigkeit. Und das soll es auch, denn so wollen wir es. Bupp. Dann haben wir schon die ersten Soja, die hier rein können. Die Soja-Seeds mache ich jetzt auch mal mit hier rein, die übrigen. Dann ist die Geschichte erledigt. Jetzt pass auf. Jetzt wird es interessant. Wir brauchen halt Unmengen Humus. So. Es kann sein, dass es kurz zittert. Das macht es immer, wenn ich so eine Blockschichten hier mache. Aber wir müssen es machen. Was hast du denn jetzt da weggekratzt? Gras war das nur, ne? So, einmal vorgelaufen kurz. Es darf sich ein bisschen beruhigen. Lalala, 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 lalala. Guck mal hier, ne? Überall. Jetzt sind wir, glaube ich, im Inventar gleich voll. Ah ja, komm, dann schlag die auch noch runter hier. Nur nicht zu tief, sonst hauen wir nämlich die ganzen Wurzeln raus. Das wollen wir ja nicht. Mir macht das halt tierisch Spaß, weißt du? Hier, das Ernten, das ist so meins. So, jetzt hau den ganzen Komposthaufen hier voll. Ich glaube, da passt fast eine ganze Reihe rein. Zieh dir das mal rein. Der Eichensetz, den kann jetzt weg, das kann weg. Das Rohrschilferich kann weg. Haben wir da noch mehr so Sachen da oben drin? Das kann auch weg, das kann weg.
das kann weg, das waren keine absichtlichen Pflanzen, die droppen hier Eichensetzlinge. Achso, ich will ja noch einen Eichenwald machen. Stopp. Dann sollte man da vorsichtig sein und nicht alles verholzen. Das kann weg. So, weiter geht's. Einsammeln und vernichten. Hallo? Hallo Kuh? Alter Schwede, ich habe das ein bisschen vernachlässigt die letzte Zeit, aber es war ja auch alles Mögliche los, ne? Ist ja nicht so, dass ich nicht gewollt hätte. Wir waren ja auch viel nicht hier, durch meine Aktion. So, hier kann man wieder einen Haufen reinmachen. So, Delle, perfekt. Ich mache gleich noch eine Reihe, Leute. Eine machen wir noch. Bevor wir vielleicht drüber gehen, noch ein bisschen an dem Wald. Wird es schon dunkel wieder. Muss ich mal auf die Uhr gucken, wenn es dunkel wird. Weil da weiß ich nämlich, dass wir schon wieder so weit sind bald. Aber es ist gerade die Hälfte. Wir haben noch Zeit. Genießt es, lehnt euch zurück. Wir haben noch Zeit. Oh, guck mal, doppelt reich abgeschlagen. Und einmal quer durch. Einsammeln. Das ist cool. Das macht doch vor allem tierisch Spaß. Ich höre das Geräusch doch so gern. Dieses Blippen. Ich nenne es Blippen. Ich merke schon, dass ich mit dem Fuß wackel. Entschuldigung. Es ist also keine Bildstörung, wenn es so macht. Das bin dann einfach nur ich. Eine Voucherstörung. Vouchersstörung. Er ist ein gestörter Voucher. Oh mein Gott. So, hier. Zack, zack, zack. Zack, zack. Könnte man eigentlich mit einer Fackel nochmal grob durchlaufen. Da liegen nämlich bestimmt noch Millionen Stück rum. Fünf nur. Geh weg, Grille. Ich bin noch nicht fertig. Hier nochmal ein bisschen rumgetänzelt so. Ja, aber es blipst, ne? Und schon haben wir wieder einen 64er nämlich voll. Hier liegen auch noch ganz viele. Und da könntest du gerade so weitermachen, weil das Ding ist nämlich jetzt durch, weißt du? Guck, hier ist es nachgewachsen. Ah, hier habe ich wohl ein bisschen in die Erde reinkauen. Kuh, erschreckt mich nicht so, bitte. Okay, das müssen wir halt ausgleichen normalerweise. So, jetzt haben wir auf jeden Fall die Dinger wieder etwas befüllt. Was ich jetzt noch mache, ist die Erde rausholen. Dann setzen wir gleich noch ein bisschen Gartenerde. 6, 8. Ja, super. Ist natürlich jetzt, sind die natürlich wieder leer. Jetzt mache ich überall eins rein, dann sieht es so aus, als ob wir es voll hätten. Guck mal hier, 23. Ich muss halt irgendwann dann aufhören, wenn wir mal so weit sind. Ne? Nicht, dass ich dann nachher Millionen Gartenerde übrig habe. Obwohl, die brauchen wir ja immer mal. Hier, 64er war da drin. Das ist noch gar nicht weitergelaufen. Zweierle, alles klar. Hier schlafen wir jetzt kurz. Dann essen wir was. Dann setzen wir ein bisschen Gartenerde aus. Haken, vielleicht haken wir es noch gleich. Muss ich mal gucken. Haben wir noch Erde? Ich habe doch gerade eben noch ganz viel Erde gehabt. Hier ist noch ganz viel Erde. Sehr schön. Dann machen wir hier mal los. Einmal Gartenerde. Wieso nur 4? Ah, alles klar. Dann machen wir hier los mit der nächsten Gartenerde. Dann machen wir hier los mit der nächsten Gartenerde. Gartenerde. Lalala. So ist halt das mit der Routine, aber das gehört halt dazu, ne? Okay, Leute, siehst du mal, da haben wir einiges, was wir setzen können. Sammel's ein. Perfekt. Unser Ding, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich da wirklich viele Löcher reingeschlagen habe. Ha, schon ein bisschen, ne? Pass mal auf, ich will die ein bisschen ausgleichen. Weil wenn ich es jetzt nicht mache, mache ich es nie. Und dann komme ich irgendwann und gucke rüber und es sieht nicht mehr schön aus. Und das will ich vermeiden. Mr. Eigen. Oh yeah, Mr. Eigen. Hier ist doch zum Beispiel... Nee, das wächst einfach noch nicht. Nee, die sind eigentlich da. Das sah nur im Dunkeln so aus. Hier ist eine Reihe. Hier fehlen welche. Da machen wir jetzt auch noch tatsächlich welche rein, damit es wieder schön ist. Und dann können wir zufrieden und beruhigt unserer Arbeit nachgehen. So, alles klar. Sieht okay aus. Ja. Super. Also, Gartenerde haben wir im Griff, würde ich sagen. Jetzt setzen wir die noch ein bisschen aus. Dann müssen wir Weizen. Jetzt ist alles da. Es ist nur noch eine Frage des Machens. Wir haben jetzt hier nichts mehr Außergewöhnliches, was uns irgendwie überraschen könnte, glaube ich. Ne? Wo machen wir denn? Ich würde sagen, wir kreisen es jetzt ein. Wir kreisen es ein, sodass wir dann später irgendwann den letzten Block in die Mitte setzen. Weißt du, so in etwa. Ha ja, komm, dann mach doch hier von mal an. So, dann hier rüber. Ja, alles klar, jetzt kommt das wieder. Habe ich schon wieder vergessen, dass ich da zu doof bin dafür. So, mein Freund. Hier kannst du zumachen, dann haben wir das auch schon mal erledigt. La 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 la. Eigentlich dürfte es doch aber von der Performance nicht schlechter werden jetzt, oder? Wir haben ja mehr Blöcke eigentlich weggegraben, als wir dazusetzen. Und es sind ja auch viele gleiche Blöcke. Ich denke, wenn das dann mal später steht und geladen ist, das dürfte dann uns gar nicht so arg in die Knie zwingen hier. So. Oh, da habe ich ein bisschen Bambus übrig jetzt. Den nehme ich mit rüber. Vielleicht setzen wir beim Kuhgehege außen an den Zaun mal so ein Bambus. Warum nicht? Oder ich grenze das Ganze mit Bambus nochmal ab. Ich könnte mir eigentlich einen natürlichen Zaun anlegen mit Bambus, ne? Weißt du, was ich meine? Den können wir ja ausstückeln, wie wir wollen. Wenn ich jetzt da drüben bei den Kühen hier so
den Bambus setzt als Zaun, dann wächst es ja auch, aber dann ist es zu hoch. Obwohl, dann sieht es so ein bisschen aus, als hätte man einen FKK-Strand da hinten eingezäunt. So, Leute. Aber wir haben immer noch einen Haufen Erde, machen wir noch rein. Hier setzen wir noch ein bisschen hin. So. So, so. Hä, wir müssen es ja irgendwann machen. Kriege ich das so? Ja, guck mal, so geht's. Alles klar, Alter. Ich bin so stolz auf dich, wie du das machst. Voll die Maschine geworden ins Alter. Was war denn das hier? Ah, Eklotit. Hol sie dir. Wir haben sie teuer gebaut. Okay, ein Stück hin. Alter, was war denn das bitte? Doppelt reich. Hier machen wir die Löcher zu, Alter. So, alles klar. Puh. Die Routine arbeiten, aber da musst du auch Bock drauf haben. Ne? Wenn man da keinen Bock drauf hat, ist es natürlich unheimlich schwer, sich zu motivieren. Hatte ich auch schon so Tage, wo ich gedacht habe, boah, nee, jetzt das machen, da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. So, das war's, ne? Die noch weg, die zwei, setzen wir noch. Die haben sich jetzt verloren, finde ich, ne? Also der Effekt ist jetzt hier bei weitem nicht so. Aber egal, wenn wir das jetzt wieder tageweise immer wieder mal reinmachen. Ich muss halt jetzt hinteren den Baumhain langsam. Den ordentlich anlegen. Ich habe gedacht, ich holze ihn einfach einmal komplett ab. Dann gehen wir einmal komplett separat rüber und setzen die neuen Seeds aus, weil der wächst ja doch alles ziemlich schnell. Und wenn wir den Hain jetzt einmal hinten abholzen mit Eiche und Dunkeleiche, dann haben wir genug Holz zum Weiterbauen. Steine haben wir auch da. Also das ist alles kein Problem. So. Das Projekt nimmt langsam Fahrt auf, finde ich. Jetzt, wo wir den schönen Baum haben. Da müssen wir natürlich jetzt öfters hoch die nächste Zeit. So, Leute, die Geschichte ist da. Weizen mache ich mal bei der nächsten Geschichte. Vielleicht vor der folgenden Runde. Dass wir nicht nur Routinearbeiten haben. Es sei denn, ich habe gerade Weizen dabei. Hey, aber 18 Stück, das lohnt sich ja auch nicht. Aber was, gehen wir durch. Gehen wir durch. La, 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 la. Das wird wunderschön. Und es wird vor allem demnächst alles viel, viel, viel fürs Auge passieren. So, hier rein. Schwupp. Zu, genau. Jetzt pass mal auf, jetzt, wenn ich es schon da habe, ist es noch da? Ich muss da drüber schauen. Dann setze ich doch jetzt da draußen irgendwo in der Ecke. Guck mal hier, die Blumenwiese, weißt du? Da könnte ich mir eher vorstellen, dass die Performance runterhaut mit 5 Millionen verschiedenen Dingern. Kriegst du das hin? Mal? Ach, der wächst ja gar nicht im Wasser. Voucher. Aber wir können doch hier, weißt du? Hier ein, so ein bisschen einfach, so ein bisschen zier die mir die... Ziehe die mir, wir können sie wieder wegmachen, wenn es nichts aussieht. Auf Sand wächst er auch nicht. Alles klar, weißt du, so? Wie viel habe ich noch? 4 Stück? Das ist doch super. Ah, da können wir vielleicht beim Anglersteg was damit machen, mit dem Bambus. So ein bisschen einsäumen, der Weg zum Anglersteg oder sowas, weißt du? Jetzt will ich hier noch kurz ums Eck gucken. Da kommt jetzt auch noch die Treppe demnächst hin. Hier wäre doch noch eine Möglichkeit. So ein bisschen Sichtschutz für die Kühe. Hier müssen wir auch noch basteln. Naja, zu tun haben wir noch genug. So ist es nicht, weil ich da jetzt gerade gedacht habe, wir sind soweit. Alles klar, Leute, jetzt machen wir heute nichts mehr groß. Jetzt gehen wir uns mal da drüben die Geschichten anschauen. Wie viele Äxte haben mich? Machen wir mal noch eine. Machen wir noch eine bis zwei. Dann brauchen wir das da wieder. Das kann jetzt hoch. Schaufeln können wir immer gebrauchen. Welche waren das hier? Die Steine, die kann man jetzt demnächst auch mal durchschießen. So, so und so. Die Erde machen wir hoch. Eine Erde ist immer gut zu haben. Dann haben wir hier das Holz. Die Geschichte, wo sind unsere Dinger hier? Was wollte ich tun? Ich wollte Äxte basteln. Die machen wir hier drin. So, weil jetzt werden wir viel Holz fällen. Da fangen wir jetzt auch an. Da mache ich dann noch ein klein bisschen weiter, wenn die Folge soweit durch ist. Scheiße, das war zu viel. Ich habe mal wieder falsch geklickt. Seht ihr es? Seht ihr das? Gut, vielleicht reicht es aber auch gerade. Mal sehen. Jetzt kommt es erstmal wieder hoch, bevor ich es ganz verholzt habe. Allalala. Ja, so habe ich mal mit meinen 20 Kisten da, ne? So. Guckt dir das an, Leute. Fast ja gleich im Moment wie gestern. Aber ich bin total... Guckt dir das an, wie das schön aussieht. Allah, das sind jetzt schon die... Jetzt habe ich das übrigens auch verstanden, was der Martin gemeint hat. Jetzt gehen wir mal ganz kurz hoch. Mit diesem Blattzeug. Klarer Fall, ne? Jetzt habe ich es kapiert. Er hat es nochmal schön reingeschrieben. Weil jetzt können wir da tatsächlich Yggdrasil-Seeds machen, so viel wir wollen. Brauchen wir nie mehr Angst haben. Schere habe ich da hoffentlich dabei, bevor ich jetzt da hoch. Ich wollte eh hoch. Sind wir ehrlich, ich wollte sowieso hoch. Zum Ypsi. Mr. Ypsi! Die Freude ist auf unserer Seite. Jetzt ist die Zeit gleich rum. Alter Schwede. Die Zeit verfliegt mit euch, Leute.
Hier ist auch schon der erste von den schönen, geile Geschichte. Ah. Der ist gut. Ich will den gar nicht groß verändern. Wir müssen mal gucken. Ich würde gerne da hinten tatsächlich den zweiten hinsetzen. Das machen wir. Wo sind die Dinger? Hier, ne? Jetzt pass auf. Die Schere. Habe ich die jetzt unten rausgeräumt oder was? Gibt es denn so viel Elend auf dieser Welt, dass ich jetzt die Schere... Konnte man die nicht einfach so bauen? Ja doch, guck doch, mach doch eine Schere, eine frische. Geht auch mit Refined-Eisen, das ist ja super. So. Also, du hast jetzt praktisch gesagt, so. Und dann immer wieder setzen. Das heißt, ich müsste eigentlich hier theoretisch einen Platz freilassen. Bin mal gespannt. Zack. Zack. Fliegt es dahin? Ja, es fliegt dahin. Zack. Zack. Da waren sie dabei. Hat schon geklappt, Alterle. Finde ich ja richtig gut. Allerdings, Seed und Blattwerk sollten sich jetzt tauschen. Haben wir nicht zwei Blätter? Dann kann ich ja das eine forever wegmachen hier. So. Und wo ist das zweite jetzt? Das muss ich jetzt setzen. Alles klar, dann funktioniert das. Da braucht man eigentlich nur ein bisschen Geduld, ne? Ja, gut. Ja, gut. Aber es funktioniert, ne? Dauert es so lang? Ja gut, weißt du was, das mache ich vielleicht dann nach der Folge mal fertig. Weil, wenn das jetzt so lang dauert, das müssen wir uns ja nicht antun. Ja, das farme ich jetzt nach der Folge, dann machen wir beim nächsten Mal den zweiten Yggdrasil. Es funktioniert auf jeden Fall, das ist das Wichtigste, glaube ich, dass wir uns da das rausgeschafft haben. Einen Seed haben wir schon, drei fehlen noch, dann setzen wir den zweiten da hinten, Alter, schönes Licht, ne? So, was ich nämlich jetzt aber noch machen wollte. Da mache ich jetzt aber einen Kahlschlag. Ne? Hier mache ich einen Kahlschlag. Mit meiner Kettensäge. Mit meiner Kettensäge. Kommt dann Seed raus hier? Nee, oder? Das kann aber auch sein, weil das jetzt so ein kleiner Baum ist hier. So. Ich probiere es mal bei dem großen noch gerade. Ja, das müssen wir halt jetzt... Aber das fliegt blöd, ne? Dann nehmen wir den da. Fliegst du auch so blöd? Ist auch wieder ein kleiner. Oh. Merde. Daneben dran war einer. Wieso ist denn der jetzt eigentlich hier noch nicht gewachsen? Wow, habe ich noch Humus? Natürlich nicht. Komm mal du her. Geh du mal auf den Platz vom Alderle hier. Vom Alderle-Stämmle. So. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt habe ich so viel Zeug schon wieder im Kopf. Ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll. Und es wird jetzt auch gleich dunkel. Das habe ich jetzt gar nicht mehr bedacht. Ich wollte hier nämlich ein paar mehr von den Pflanzen, aber da müssen wir sowieso das Gelände ein bisschen anpassen. Jetzt ist aber auch nicht mehr so viel Zeit, ne? Jetzt gehen wir kurz rüber. Wir machen jetzt 2-3 Minuten noch drauf auf jeden Fall. Jetzt gehen wir kurz rüber, schlafen, dass hell ist, weil im Dunkeln ist es echt bescheuert, so, gerade wenn man mit Farben und so. Pass auf. Es wird schon schön. Nochmal schön umgedreht eigentlich. Alles klar, also was haben wir denn? Wir werden demnächst auf jeden Fall die Insel ausgehoben haben. Wir werden auch die Gartenerde recht schnell reinkriegen. Dann wird es mit dem Mais, mit dem Weizen, wird auch keine große Kunst mehr sein. Dann haben wir das Feld. Dann können wir uns irgendwann mal gucken, wie wir das mit dem Kornkreis machen. Den versuche ich dann da reinzuzeichnen. Naja, alles klar. Jetzt pass auf, jetzt machen wir mal noch ein bisschen Kahlschlaggeschichte hier. Das da drüben passt schon mal. Ne? Da, wo die Birke ist, da fangen wir jetzt an, alles Grüne wegzumachen, weil ich muss da noch Stufen reinbauen. Wir müssen hier Stufen reinbauen, damit die Bäume halt nicht alle auf einer Ebene sitzen, sondern so sich nach oben stufen, sonst wird es nicht schön. Alles, was grün ist, muss jetzt hier weg. Naja, das dauert jetzt halt eine Weile. Aber es wird unheimlich schön, wenn das fertig ist. Das mache ich jetzt alles weg hier. Oh mein Gott. Es tut mir leid. Es tut mir ja so leid. Das Holz brauchen wir ja. Wir setzen ja neue Bäume. Wir sind ja wie die Förster. Wir machen das richtig. Hier wird nichts umsonst sterben. So, alles klar, Leute. Dann sehen wir uns am Freitag wieder. Mehr oder weniger schon mal der Einstieg. Letzter Wochentag, letzter Werktag ins Wochenende. Bis dahin können wir dann hier weitermachen. Also ich möchte dieses Landschaftsbild auf jeden Fall so aufbauen, wie ich es in der Birne habe gerade. Da jetzt auch der Lebensbaum so wirklich so schön geworden ist, sollte man da auf jeden Fall dranbleiben. Ich glaube, es lohnt sich. Es wird ein wunderschönes Bild ergeben. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich den hier nicht mithöhlt. Hier, das kann weg. Ich muss also über das Ding hier gucken, warum habe ich das da überhaupt abgestellt. Das weiß wieder kein Mensch, ne, Roger? Der braune soll erhalten bleiben, das Blattwerk von dem. So, hier, das kann weg. Du kannst weg. Weil die kommen auf die andere kleine Mini-Insel, die Eichenhölzer.
Dann haben wir das schön separat getrennt und wir haben nachher so richtig schöne Farbtupfer auf der Landkarte. Ich bin mal gespannt, ob das so wird. Aber ich kann mir es halt gut vorstellen. Jetzt haben wir ja doch schon ein paar Tage mit dem Spiel verbracht. Da kriegt man dann doch so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie was dann nachher sein wird. Ist hier irgendwie ein Brauner ums Eck, der jetzt gleich leiden muss wegen dem, was ich hier tue? Ja, ein bisschen angelitten ist er. Vielleicht setze ich dir neue Blätter hin irgendwann, Diggerle. So, hier ist dann ganz klar gestrickt, sage ich schon mal. Das Braune ist auf der unteren Ebene, eine Ebene höher wird dann auf jeden Fall... Das müssen wir mal gucken. Wir müssen eine Reise machen. Ich brauche Kirschsetzlinge, ne? Die fehlen dann. Die möchte ich als Kranz oben noch haben. So, jetzt pass auf. Jetzt haut das auch nochmal weg hier. Guck mal, ne? Der hat halt also schon eine Mods ausufern, ist der Typ. Wir machen zwei hin, habe ich mir überlegt. Erst habe ich gedacht, einer, weil er was Besonderes ist. Es ist auch was Besonderes, aber Ypsi und Pypsi oder wie auch immer wir den dann nennen werden. Da guck mal, Tulpen. Wie heißt die? Sunny Prince. Aha. Die kommen natürlich in den Kuhgarten, ist klar, ne? Hier, das kann man auch mal wegmachen. Zack, zack, der kommt auch noch weg. Den machen wir noch weg und dann hören wir auf für heute. Ist jetzt doch nur dasselbe, was hier passieren wird. So, einen Kahlschlag mache ich noch mit der Sense. Hammer. Hammer. Die Sense, die kann was. Wir haben auf jeden Fall auch genug Eichenseeds, wenn wir das dann da drüben anpflanzen. Die Birken müssen noch weg hier, die können auch nicht mehr hier hin. So, das ist aber ganz gut, weil jetzt muss ich von drüben nämlich dann auch gucken, wie ich das mit den Ebenen mache. Dann machen wir da morgen weiter. Ich könnte jetzt gerade durchspielen, ihr habt es gemerkt, ne? Ich höre nicht auf. Ich höre nicht auf zu labern. Tut mir leid. Da guck mal, ein Haufen Seeds hier, ne? Ich will eigentlich noch mit euch kurz rüber von drüben einmal rüber gucken, ob man jetzt schon sieht, was hier passiert ist. Oder ob wir da noch viel, viel mehr machen müssen. So, du noch weg. Alles klar, der Rest kümmere ich mich. Da hat es noch mehr Tulpen, guck mal. Voll die verschiedenen Tulpen. Wie heißt denn du? Purple Prince. Purple Prince. Purple Prince. So, Voucher, beruhigt dich. Alles gut. Sieht man jetzt schon, dass ich da was gemacht habe? Lass mal gucken. Es dürfte jetzt nicht schön aussehen. Ja, genau. Genau. Auf der Ebene, wo die Birke steht, da werden wir die zweite Baumreihe braun anpflanzen. Und dann gibt es eine dritte Reihe und da kommt das Weiß dann hin. Also zwei Braunreihen, die Grünen kommen dann drüben hin. Alles klar. Wir sehen uns morgen. Bis dann.